Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Riding Tales auf dem Handy. Leute, guckt mal, was jetzt unter meinem Namen steht. Es steht jetzt unter meinem Namen, dass ich in den Fantasy Hoofs bin. Somit alle, die in den Fantasy Hoofs sind, können quasi jetzt den Namen direkt am Screen sehen und es sehen auch andere Leute. Ich bin so glücklich, das sieht so toll aus. Oh mein Gott, Leute. Wir haben wieder einen neuen Platz gehabt. Da habe ich gerade die liebe Firefly schon eingeladen. Wir bekommen bald aber wieder einen Platz, denn wir sind fast Level 4. Und wenn ich mich recht entsinne, dann können wir bei jedem Level eventuell einen Platz dazu bekommen. Auf jeden Fall, glaube ich, bei Level 4 auch wieder einen Platz. Das heißt, ihr könnt euch weiterhin auf dem Discord-Server bewerben. Der Link für den Discord-Server ist in der Videobeschreibung. Bitte schreibt nicht euer Alter rein. Aber bitte natürlich euren Namen mit den vier Buchstaben hinter den Namen. Außerdem einfach, was ihr für ein Level seid. Es ist übrigens egal, was ihr für ein Level seid. Wenn ihr Level 1 seid, ist es überhaupt kein Thema. Wie aktiv ihr seid und ja, wie ihr einfach so drauf seid. Wir können uns auf Discord unterhalten. Da habe ich einen eigenen Channel gemacht. Wichtig ist natürlich, dass ihr ein bisschen aktiv seid. Ihr seht, ich bin nicht so krass aktiv. Meine Fantasy Hoofs sind aktiv und es freut mich mega. Und bewerbt euch! Ich freue mich auf eure Bewerbung. Wie gesagt, ganz wichtig, schreibt bitte nicht euren Namen in die Bewerbung. Das ist auf Discord nicht erlaubt. Und dann freue ich mich, dass die Fantasy Hoofs bald 8 Mitglieder haben. Im Moment sind es noch 6 von 7, aber ich habe die Invitation gerade eben rausgeschickt. Dann ist aber jetzt der Tag der Tage, Leute. In der letzten Folge habe ich tatsächlich den goldenen Mustang gefangen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich ihn gefangen habe. Ich finde, er ist einer der schöneren Pferde im Spiel. Ich habe so viele Namensvorschläge bekommen, die alle so unfassbar toll waren. Ich konnte mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden. Habe jetzt aber einen Namen genommen, den ich persönlich finde, der extrem gut passt. Und zwar Lemon Heart. Ich weiß nicht, Leute, ich finde, es passt zu dem goldenen Mustang perfekt, gefühlt zu keinem anderen Pferd passt so gut. Ich habe den Namen ein paar Mal gelesen, aber vor allen Dingen die Carolina Funk und auch Horse Love hatten den geschrieben und es waren die ersten beiden, wo ich den Namen gelesen habe. Und vielen Dank an alle, die Namensvorschläge geschickt haben. Wir werden bestimmt im Laufe der Story, im Laufe des Let's Plays einfach auch noch viele andere Pferde fangen. Und ihr wisst ja, ihr dürft immer Namen aussuchen. Von daher seid nicht traurig, wenn ich euren Namen nicht genommen habe. Vielleicht habe ich euren Namen richtig gefeiert, möchte ihn aber einfach für ein anderes Pferd haben. Wir nennen die kleine Maus Lemon Hearts. Somit heißt sie automatisch Lemon. Und wir setzen uns natürlich das erste Mal auf sie drauf. Und oh mein Gott, sie ist mega süß. Und das Halfter, jetzt bin ich wieder weit weg, ne? Und das Halfter, das sie automatisch drauf hat, passt, finde ich, auch richtig, richtig gut zu ihr. Moment, wartet mal ganz kurz. Wir gehen erstmal Schritt. Walk your horses. Walk your horses, please. So. Wir gehen und freuen uns. Ach, sie ist aber mega knuffig. Guckt sie euch an. Das ist so süß. Warte mal, wir könnten auch mal steigen. Ein paar Sekunden später. Animations. Rare. Oh mein Gott, sie ist so mega knuffig. Dann könnten wir noch den Trot ausprobieren. Also mit der Kameraführung habe ich es leider nicht so, Leute. Es tut mir leid. Oh, der Trot ist süß. Guckt mal. Ist sie nicht niedlich? Da sieht sie so ein bisschen aufgeweckt aus. Findet ihr nicht? Finde ich, sieht mega gut aus. Boah, das gefällt mir richtig gut. Sie ist ja, sie ist mega süß. Und dann gibt es natürlich noch den Canter, den Galopp und die anderen Sachen, die muss man, glaube ich, kaufen. Der Canter, den finde ich eigentlich auch ganz schön immer. Warte, den probieren wir auch aus. Jetzt sind wir extrem weit weg wieder. Oh, der ist schön. Guckt mal. Guckt mal. Das ist mega süß, oder? Oh mein Gott, ich finde sie so, jetzt hängen wir an der Brücke fest. Ja, moin! Jetzt aber genug mit der Vorstellung von Lemon. Wir müssen heute auch noch ein bisschen was tun. Und zwar ist heute Dressur angesagt. Und zwar Dressur 3 und 4. Wir gehen gleich mal rein. Und ich glaube, Twilight Sparkle hat alles an. Ich bin mir relativ sicher, Leute, dass Twilight Sparkle alles anhat. Wir gehen Tier 88! Oh Gott, Leute. Ich bin mir wieder mal nicht sicher, ob ich das hinbekomme. Mittlerweile weiß ich zumindest, dass ich anfangen muss, indem dass ich das einfach nach oben hebe, weil ja nichts kommt. Es kommt ja keine Information, wann es anfängt oder wann es fertig ist. Oh Gott, es war... Oh Gott. Was? Habt ihr den Leck gesehen? Das war der Leck des Todes. Leute, das war der absolute Leck des Todes. Ich finde es am Handy sehr, 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 sehr schwer, die Dressur. Durch die Lecks hat man halt teilweise absolut keine Chance, da immer drauf zu bleiben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, bekommt ihr immer 3 Sterne bei der Dressur?
Also bei mir läuft's gefühlt gar nicht mit der Dressur, wobei gar nicht stimmt auch nicht, oder? Habe ich nicht die ersten beiden Male eigentlich gar nicht so gut vor allen Dingen. gar nicht so schlecht abgeschlossen? Ich glaube schon, oder? Es könnte sein, dass ich das gar nicht so schlecht gemacht habe, seitdem wir die neue Ausrüstung gekauft haben. Oder beziehungsweise gecraftet. Wir haben sie ja eigentlich gar nicht gekauft. Stimmt ja eigentlich gar nicht, was ich... Oh Gott, jetzt habe ich geschlafen. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach so einen kurzen Brainlag habt. No. Und alle dann so, nein, Sandy. Ja, ich schon, es tut mir leid. Ja! Wir haben 120 Clubpunkte bekommen. Warum haben wir denn 120 Clubpunkte bekommen? Haben wir das letzte Mal nicht 60 bekommen? Warum bekommen wir denn jetzt 120? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir haben 3 Sterne bekommen. Also Leute, bei uns läuft's. Dann müssen wir natürlich von unserer kleinen Maus hier alles abnehmen und statten unsere kleine Sweetie Belle aus. Ich finde es so schlecht, dass die neuesten Items immer ganz unten sind. Ich meine, warum? Warum sortiert man das nicht anders? Das ist auch nicht schwer zu programmieren. Man muss einfach den Code umdrehen, verstehe ich nicht. Ich finde es ein bisschen kompliziert. So, ich hätte gesagt, Sweetie Belle ist angezogen. Und dann geht's rein in Allergic Grace Number 4. Jetzt bin ich gespannt, ob wir genauso schnell und toll und krass sind wie gerade. Okay, Leute, wir waren weder schnell noch krass, aber wir haben trotzdem 3 Sterne bekommen. Könnte daran liegen, dass ich den VIP-Sattel habe. könnte vielleicht daran liegen. Also ich bin mir nicht sicher. Vielleicht waren wir doch einfach zu krass. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ich liebe dieses Set auf meinen Pferden. Die passen beide so... Oh Gott, was war das denn? Die passen beide so gut dazu. Zu diesem weiß-lila Set. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ich liebe halt eh lila, ne? Das ist halt so meine Lieblingsfarbe eigentlich. Lila. Von daher ist das Set wirklich perfekt. Es ist so schade, dass man hier nicht Sachen überschreiben kann oder morphen kann, wenn man sich überlegt. Mir gefällt zum Beispiel das Set mega. Und ich hätte dieses Set gerne für immer, glaube ich. Weil es mir einfach gut gefällt. Stellt euch mal vor, wie cool das wäre, wenn wir, weiß ich nicht, für irgendwie eine spezielle Währung oder so, die man im Spiel irgendwie auch erfarmen kann oder so, einfach die Sets, die nicht so gute Werte haben, überschreiben, also auf Sets schreiben könnte, die bessere Werte haben. Das würde ich richtig feiern. Das gibt es bei den meisten MMOs tatsächlich. In SSO gibt es leider auch noch nicht. Aber bei den meisten MMOs gibt es das tatsächlich. Nice, wieder 120 Clubpunkte. Bei mir läuft's heute. Das ist mega nice. Ich bin jetzt gespannt, was bei der Nummer 5 rauskommt, ob ich dann nochmal mehr Clubpunkte bekomme. Weil das ist natürlich richtig cool. Wir haben jetzt 240 Clubpunkte erwirtschaftet. Das ist gefühlt mehr wie in der ganzen letzten Woche. Dann gehen wir natürlich noch ein Multiplayer-Rennen. Ich bin mega gespannt, welches meiner Pferde krass ist. Ich bin letztens ein Multiplayer-Rennen gegangen. Ich weiß gar nicht, habe ich da reingeschissen oder habe ich da gewonnen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da bin ich mit wem bin ich denn da gegangen? Ich weiß es gar nicht mehr, mit Trixie? Da habe ich euch leider nicht mitgenommen, tut mir leid. Oh Gott, Cadence hat heute richtig reingeschissen. Im Moment ist nur Trixie richtig gut. Lemonhearts hat Speed 0. Was ist denn mit ihr? Okay, meine Pferde sind einfach alle so schlecht, Alter. Okay, Leute. Trixie is the way to go. Wir legen los. Und dann geht's los. Wir wurden reingezogen. Das erste Mal hat's leider nicht geklappt. Jetzt sind wir aber dabei. Neben uns meine Nightmare Moon aus Steam. Oh Gott, ich hab die Lex des Todes und kann nicht gescheit lenken. Also bei mir läuft's definitiv wieder richtig im Multiplayer-Rennen. Oh mein Gott. Also das ist so, ich glaube, tagesformabhängig, wie viel es laggt. Ist es bei euch auch der Fall? Also bei mir ist es gefühlt immer... Oh, da bin ich gut durchgekommen. Da bin ich richtig gut durchgekommen. Trixie, let's go. Oh Gott, Sprung. Also springen, wir haben, glaube ich, springen haben wir, glaube ich, 4 oder so. Nee, 0. Ich glaube, haben wir springen 0? Leute, ich glaube, wir haben springen 0 und Kontrolle irgendwie 4. Also bei uns läuft es quasi richtig. Grundsätzlich weiß ich, dass das Beste theoretisch wäre, wenn wir unser Pferd max ausleveln. Und dann haben wir auch bessere Stats, auch wenn halt das Pferd einmal an dem Tag halt auch schlecht drauf ist oder so. Das weiß ich. Das Problem an dem Ganzen ist, das ist halt einfach mega teuer. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich möchte halt lieber im Moment noch, wenn ich halt... Oh mein Gott, dass wir das noch bekommen haben, ist einfach nur krass. Da hatten wir einfach Luck.
Leute. Das, also ich habe jetzt gedacht, ich habe reingeschissen, ehrlich gesagt. Wobei, da, sie ist relativ weit hinten auch. Sie hat, glaube ich, mit ihrem Pegasus heute auch einfach Pech von den Werten her. Oh nein, und sie hat, glaube ich, einen Disconnect, die Arme. Habt ihr das gesehen? Sie steht da einfach nur mit ihrem Pferdchen. Wir sind Erster! Wir haben 75 Clubpunkte bekommen. Das war heute ein absolut erfolgreicher Tag, Leute. Wir haben richtig, richtig reingeschwitzt. Okay. Dann, ich würde sagen, war es das mit dieser Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Vergesst nicht den Like, den Kommentar und das kostenlose Abo. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!